Oh, ich kann es einfach nicht lassen. So, Leute, wie ihr in der Beschreibung schon seht, ich habe mal wieder jetzt nicht das normalste Booster geholt. Ich habe wieder hier so ein japanisches War of the Sparks Booster. Das hatte ich schon mal eins. Das war ganz cool. Gucken, was wir hier drin haben. Ich finde die Packaging immer noch so geil hier oben mit dem Loch und dem viel zu breiten Ripple und hier unten mit dem viel zu wenig Ripple. Na komm. Ah ne, die haben ja, haben die nicht. Ne, haben die nicht. Die haben keine Aufreiß. Doch hier ist eine Aufreiß. Lasche. Damit macht man sich auch nur die Karten kaputt. Das hat sich nicht gelohnt, diese Aufreißlasche zu benutzen. Naja, reißen wir das Ding mal komplett auseinander und gucken uns mal an, was wir hier so haben. Ja, sind die nicht verkehrt rum? Ja, die sind verkehrt rum. Also machen wir es auch verkehrt rum. Wir haben hier eine 2x1-3 Spinne, wahrscheinlich mit Reach. Was sie sonst noch kann, es ist halt japanisch, dementsprechend müssen wir halt gucken. 2x2-2, oh, Killian mit Pegasus. Ja. Hierzu ist es echt, oh Doggy, die Karte kenne ich sogar, echt schwer was zu sagen, weil die meisten Karten, Scharken, die meisten Karten kenne ich tatsächlich nicht, vor allem nicht die Standardsachen, sowas hier, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das eine alternative Art von der? Nee, ist es noch nicht. Gut, ja, das wäre das erste Mal, dass so weitläufig die japanischen Karten verfügbar sind. Und dementsprechend auch das erste Mal, dass die überhaupt so krass in Umlauf gekommen sind. Deswegen sind die meisten davon auch nicht so viel wert im Vergleich. Allerdings ist es ja wirklich so, dass... Oh, oh voll hübsch. Dass es hierbei wirklich nur um diese alternativen Art Planeswalker Promos geht. Hier ist unser Planeswalker. Der macht Schildtokens. Das heißt, wir haben keinen Planeswalker als Karte. Nee, wir haben einen Gott als Karte. Der grüne Gott. Ja. Ihr werdet bestimmt wissen, was der tut. Ich nicht. Und ein Sumpf. Und eben den Token. Gut, wie gesagt, hierzu kann man jetzt auch nicht so viel sagen. Dementsprechend ist das Video relativ kurz. Ich weiß, dass der Gott ziemlich cool ist. Ich weiß, dass der okay ist. Ich finde die Artworks hiervon ziemlich cool. Weil das erinnert mich an die Zeit von dem allerersten Ravnica, wo das ganze Artwork ja noch ein bisschen heftiger war. Ein bisschen mehr Boobies, ein bisschen mehr Ass. Nicht so übertrieben wie in Innistrad, aber war schon ganz cool. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksey. Ciao, ciao.